Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Maria Wagner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Und wir beginnen mit dem ersten Teil mit der Vorstellung. Asan, würden Sie sich bitte vorstellen? Gerne. Mein Name ist Asan Hamzat. Ich komme aus Ghana. Ich bin in Accra geboren, der Hauptstadt von Ghana. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Ich wohne jetzt in Köln. Köln gefällt mir gut. Sie ist eine schöne Stadt. Und die Leute hier sind sehr freundlich und sehr nett. Ich bin verheiratet und ich habe ein Kind. Einen Jungen. Und ich habe einen Bruder. Was sind Ihre Hobbys? Für Hobbys habe ich wenig Zeit, aber ab und zu spiele ich gerne Tennis. Und was machen Sie beruflich? Im Moment besuche ich einen Deutschkurs. Dankeschön. Und Jovita, bitte erzählen Sie uns etwas über sich? Gerne. Ich heiße Jovita Kowalski. Ich komme aus Polen, aus Warschau. Warschau ist die Hauptstadt von Polen. In ihrem Zentrum liegt der Marktplatz mit pastellfarbenen Häusern und vielen Cafés. Ich bin 25 Jahre alt und bin ledig. Meine Muttersprache ist Polnisch. Nun lerne ich Deutsch. Und ich kann auch Englisch sprechen. Und meine Hobbys sind spazieren gehen und Musik hören. Wie lange leben Sie schon in Deutschland? Ich lebe in Deutschland seit 4 Monaten. Und wie gefällt es Ihnen hier? Es gefällt mir sehr gut. Gut. Und jetzt Teil 2. Bildbeschreibung. Jovita, Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz, was Sie auf dem Bild sehen. Auf dem Bild steht ein Mann. Er trägt einen hellblauen Rucksack, eine beige Hose und ein hellgrüner T-Shirt. Auf seinem Rücken gibt es einen Rucksack. Er hält einen blauen Stock ab. Er ist groß, vielleicht nicht so alt. Der Mann wandert auf eigene Faust in den Bergen. Das Bild zeigt, dass es schön ist und die Sonne scheint. Im Hintergrund gibt es Wolken am Himmel. Ich glaube, dass es Sommer ist und wahrscheinlich es 11 Uhr Vormittag ist. Es macht auf mich den Eindruck, dass der in der Natur sein möchte. Es sieht aus, dass der Mann schon lange gewandert ist. Deshalb sieht er müde aus. Ich denke, der Mann möchte etwas trinken. Er ist durstig. Mir gefällt Wanderschaft in der Berge sehr gut. Und ich wollte schon einmal einen Ausflug machen. Dankeschön. Letzten Teil, Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Ihr gemeinsamer Freund ist im Krankenhaus. Sie möchten ihn besuchen. Die Aufgabe. Organisieren Sie den gemeinsamen Besuch. Und hier ein paar Tipps. Um wie viel Uhr? Wo? Was mitbringen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Tag, lieber Asan. Wie geht es dir? Guten Tag, liebe Jovita. Danke,
Es geht mir wunderbar. Ich freue mich, dich zu sehen. Und wie geht's dir? Mir geht es auch gut. Aber unser Freund Mustafa ist seit vorgestern im Krankenhaus. Was? Wirklich? Das wusste ich nicht. Ich habe ihn am letzten Wochenende gesehen. Und es ging ihm gut. Was hat er denn? Seine Frau hat mich heute angerufen und sagte mir, dass er Probleme mit seinen Nieren hat. Oh, das tut mir aber leid. Der Arme. Ich glaube, wir sollten ihn im Krankenhaus unbedingt besuchen. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Ich bin einverstanden. Wann hättest du Zeit? Ich habe Zeit in dieser Woche. Wir müssen unseren Freund unterstützen. Sollen wir vielleicht morgen Vormittag zu ihm gehen? Passt. Weißt du, in welchem Krankenhaus er ist? Ja, die Adresse habe ich von seiner Frau. Was sollen wir mitbringen? Du weißt doch, er liebt Schokokekse. Die Süßigkeiten aus dem Krankenhaus schmecken bestimmt nicht so gut wie die aus seinem Lieblingscafé an der Ecke. Deshalb besorge ich die Kekse. Hast du sonst noch Vorschläge? Ich würde sagen, ich kaufe für ihn einige Bücher. Er liebt historische Romane. Und vielleicht Blumen. Wo treffen wir uns morgen und wann? Du kannst mich gern bei mir zu Hause abholen. So gegen 11 Uhr? Ja, das passt mir gut. Dann bis morgen. Und bitte diesmal pünktlich. Nicht so wie vor 2 Wochen. Als wir ins Kino gehen wollten und ich musste 40 Minuten
auf dich warten. Als wir ins Kino gehen wollten, und ich musste 40 Minuten auf dich warten. Nein, nein. Mach dir keine Sorgen, ich komme pünktlich. Tschüss. Mach's gut.